Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Das Beat-Duo des Landes hat mal wieder Hand angelegt und hat mit Time zusammen, du weißt, rausgehauen. Ich freue mich sehr. Von Time habe ich bis jetzt super wenig nur gehört. Super, super, super wenig. Ein bisschen High, oder bisschen High ist der Song, glaube ich, zusammen mit Tilo und Luis haben wir uns schon angehört. Ansonsten bin ich bei Time noch sehr, sehr weit hinten, sag ich mal, ja. Er macht nicht 100% die Musik, die ich so privat immer höre. Ich weiß aber, dass er ein ganz, ganz krass talentierter Künstler ist. Und so ein paar Songs habe ich gehört, die mir auf jeden Fall gefallen haben. Ein paar waren nicht so mein Vibe. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt mit Mixu und MacLeod im Gepäck läuft, weil Mixu und MacLeod auf jeden Fall den Sound machen, den ich persönlich immer sehr fühle, wo ich immer sehr, sehr dahinter bin. Und ich freue mich drauf, ja. Wir haben auch bald natürlich die Tilo-EP, die kommt mit Mixu und MacLeod zusammen. Die wird, glaube ich, auch sehr, sehr strong. Und ja, ich freue mich jetzt drauf, reinzuhören bei Du Weißt. Falls ich irgendwas Grundlegendes über Time wissen sollte, lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Ansonsten werden wir jetzt ein Auge werfen auf das Musikvideo und ein Öhrchen werfen auf den Song. Halbe Dune hier auf einmal. Deutsche Dune, Junge, holy shit. Das Musikvideo sieht jetzt schon, sieht ehrlich jetzt schon krass aus, finde ich. Boah, Musikvideo ist ehrlich krass, muss ich sagen, bis jetzt. Das, was ich aber eben schon meinte, dieses Künstlerische bei Time, merkt man direkt im Musikvideo, auch in den ersten 50 Sekunden merkt man das direkt. Mixu, MacLeod. Du weißt, ich hab $100 bis gespart für uns zwei. Boah, okay, der erste Leckerbissen, so der erste Knabberer, der erste Bissen. Sounds good. Ich hab $100 bis gespart für uns zwei. Gib mir direkt so ein bisschen Crow Vibes. Und immer wenn du da bist, Sonnenschein. Ich kann nicht mehr Berlin Hauptbahnhof. Ohne bin ein Fehl. Du weißt. 1000 Meilen weit weg von hier, wir schauen uns an, uns geht's so gut. Das Leier liegt auf der Zukunft, ey, 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 ey. Wir werden heil, das ist der Mut. Baby, weiß an, was ist. Oh, okay, jetzt die Geschwindigkeit ankurbeln. Ey, das gibt mir so ein bisschen. Also so slightly Nachtswach-Sound, aber mit ein bisschen mehr, noch mit Crow gemischt irgendwie, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr geiler, entspannter Vibe. Oh. Ey, wie süß dieses Musikvideo ist, dass er einfach random Leuten irgendwie so eine Brofist gibt und so von wegen, ey, das Leben ist schön, ich mag dich so. Einfach dieser positive Vibe. David ist der Himmel am Ball. Du weißt, ich hab $100 bis gespart für Junge, so ein schönes Musikvideo, ich weiß nicht. Voll der Süße, voll der Süße. Und immer wenn du da bist, Sonnenschein. Ich kann nicht mehr. Nice, Mann. Ey, die Legendary Wall von Mixu und MacLeod. Junge, wenn ich irgendwann mal, aus irgendeinem Grund die Möglichkeit haben sollte, in diesem Studio zu sein, ich werde wirklich, ey, wirklich, das ist so ein Achievement, was ich anlocken möchte, in diesem Studio sein.
wo so viele legendäre Leute sich verewigt haben. Und ich will mich anmaßen, meinen Namen darauf zu schreiben. Das meine ich nicht. Ich will einfach diese Wand angucken und checken. Holy shit. Bro, was hier alles entstanden ist, wer schon alles hier war, das ist echt mittlerweile deutsches Kulturgut, würde ich eintragen lassen, denkmalgeschützt. Ich hab 100 Dollar bis gespart für uns zwei. Und immer wenn du da bist, Sonnenschein. Ich kann nicht mehr ohne, bin ein Fehl. Du weißt, schau in den Spiegel, sag, was du siehst. Pass auf dich auf und hab dich lieb. Ey, Time kommt so unfassbar sympathisch und süß im Musikvideo rüber. Holy shit. Ja, ich bin da für dich. Ich halte dich, nur weil es wichtig ist. Weiß nicht, dass es richtig ist. So weit. Ich finde die Choice of Instruments auch super angenehm und super vibey. Das fühlt sich so ein bisschen an wie so ein 2015er Song, der in irgendeiner Werbung benutzt wird und deswegen ist die Werbung geil, weil du diesen wunderschönen Song hören kannst. Wisst ihr, das hört sich nicht an wie dieser aktuelle Sound, der manchmal ein bisschen zu überladen, zu hektisch, zu laut vielleicht ist, sondern so ein bisschen wieder, hey, wir haben wieder 2015 Sommer, das Leben ist angenehm und schön. Vibe. Genau diesen Vibe habe ich. Du machst den Unterschied, was schon unbeliebt, du weißt. So schön einfach. Das ist so schön, das sah gerade genauso aus wie so die zwei Frauen kamen so an. Ey, ganz kurz, was dreht ihr hier? Wir sehen euch, was dreht ihr hier? Und dann sagt er so, was er macht. Ja, wir drehen so ein Musikvideo hier, bla 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 bla. Und dann so noch eine Faust geben am Ende. Und irgendwie positive Vibes only gerade. Voll, voll schön, ey. Oh, ein Satz verkackt, sorry. Ich hab 100 Dollar bis gespart für uns zwei. Und immer wenn du da bist, Sonnenschein. Ich kann nicht mehr ohne, bin ein Fehl. Du weißt. Ich hab 100 Dollar bis gespart für uns zwei. Und immer wenn du da bist, Sonnenschein. Irgendwie im Musikvideo habe ich auch das Gefühl, so diese kleinen Sachen, diese kleinen Dinge im Leben, so appreciaten, wird hier so im Vordergrund vorgestellt. Du weißt, ich hab 100 Dollar bis gespart für uns zwei. Und immer wenn du da bist, Sonnenschein. Du weißt, ich kann nicht mehr ohne, bin ein Fehl. Ey, hier ist ein Rocket Beans Sticker. Nice, Mann, Rocket Beans. Schau ich sehr, sehr gerne. RBTV. Ein Bitcoin Sticker darf auch nicht fehlen. Wichtig natürlich. Wichtig und richtig. Eine Tür öffnet sich. Was sehen wir? Was hören wir? It's a Festplatte. War das die zweite Single von seinem kommenden Album vielleicht, die rausgekommen ist? Ich bin noch nicht so into it, I'm sorry, Mann. Ey, aber holy shit, was ein wunderschöner Song, ehrlich. Vom Sound her nichts, was ich aktuell so einordnen wollen würde, sondern was mich echt an früher erinnert hat, an wo das Leben vielleicht noch ein bisschen entspannter und langsamer war. A little bit. Und ein little bit glücklicher, fröhlicher. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja auch nur diesen Vibe, weil ich 2015 halt 15 war und da noch keine Steuern zahlen musste. Ich weiß es nicht. Ey, aber richtig, richtig schöner Vibe gewesen. Und Time war so süß in diesem Musikvideo. Der kommt rüber wie so der übelste Nette einfach. Und keine Ahnung, hat mir vom Sound her sehr gut gefallen. Das Musikvideo war so schön. Und einfach mal ein bisschen was anderes, was Frisches. Hat mir richtig gut gefallen, Mann. Holy shit. Ich freue mich unfassbar doll auf die EP von Mixo McLeod und Tilo. Aber wir werden gerne noch in Zukunft öfter bei Time reinhören. Schreibt mir da gerne auch Songs rein, die schon rausgekommen sind, die ich vielleicht verpasst habe, die ich mir auf jeden Fall geben muss. Aber auf jeden Fall huge Respect. Auch für das coole, spontane
Musikvideo einfach. Das hat voll viel zum Vibe beigetragen. Habe ich sehr enjoyed. Lasst mir auf jeden Fall eure Meinung in den Kommentaren da, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt alle so knuddelig gut aussehend wie immer und ciao.